Byzantine power game. I had dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares, of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. Was ist das denn hier für ein hässliches Gebäude? Oh, Freund. Okay, so viel dazu. Ist ja schon ziemlich scheiße hier. Ist irgendwie so eine Art Bibliothek oder so? Okay, pass mal auf. Trick 17. The Inner Circle had quite a track record. So. Alter, wie verdammt präzise die Wichser sind. The Inner Circle had quite a track record. Mal noch hinten durch. So, wunderbar. Ich alter Twixer. Project Valhalla had not been the only thing the Inner Circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the Circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Gut. Ich mache mal wieder den alten Check, ob alles wieder in Ordnung ist mit der Aufnahme. Also hören wir uns gleich wieder. So, bin wieder zurück. Alles in Ordnung mit der Aufnahme, also kann ich weitermachen. So, das ist echt anscheinend doch eine Art Bibliothek, beziehungsweise so eine Art, ja, wie soll man sagen, hier bewahren die all ihre Akten auf und mit allem, mit dem sie involviert sind. Pass mal auf. Wenn wir die Treppe nicht benutzen können, dann müssen doch bestimmt... Domino! Oh oh. Wunder, dass ich hier nicht erwischt wurde. Das war der eine. War aber doch bestimmt noch ein... Geil, wie ich an dem vorbeischieße. Wow. Geil, wie ich den Typen ignoriert habe. Moment, wo ist denn die Taste? Fuck, wo ist die Taste? Ach, hier. So, pass mal auf. Kommen wir entgegen, ha? Huh? So, was? Geh mal dahin, wo dein Freund ist. Genau da. Wunderbar. 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 Es ist ein Wunder und es ist wahr, also ist es wunderbar. So, weiter Munition. Jawohl. Aber wir haben ja schon voll. Lamo. Bro. Hm. Ich meine, ich habe ja schon wenig Ammo für das Ding hier, also will ich die schon auch gut einsetzen. Ich hatte schon Angst, dass er explodieren wird. Weil er die Granate ja quasi angefangen hat zu werfen. Die hätte immer noch sein können, dass er die, ja, ne, fertig wirft. Ach komm. Na gut. So, warte, wir können doch bestimmt noch eine. Eine können wir noch mitnehmen, oder? Ja, nee, das ist. Ja, nee. Aber die eine nehmen wir auf jeden Fall. Da schießt doch jemand.
Das ist erstmal ein Getränk. Jawohl. Boah, das klang erstmal so, als ob da was explodiert. Aha. Guck mal durch die Tür. Okay, das ist immer blöd, wenn die schießen, da einfach stehen zu bleiben anscheinend. Lieber bewegen, da erwischen die auch nicht so gut. Komm, du kommst die Treppe hoch. Braucht ein bisschen länger, wenn die Treppe hoch will. Wow, Alter! Nicht mit mir. Hätte besser laufen können, aber wir haben ja noch was hier hinten. Moment. So. Sieht doch alles schon mal besser aus jetzt. Was, jetzt kommen noch ein paar Leute runter, dann habe ich ein Problem. Aber ja, naja, gut, nicht so wirklich. Ich muss wahrscheinlich da hinten hin, hä? Huh? Oh, das ist wieder eine von den Quietschtüren. Okay, krass, da kommt man durchschießen, hä? Huh? Oh. Sollte mir merken, es kommen immer zwei. Es kommen immer mehr als einer. Ah. Ha. Vergiss natürlich die. Und immer aufmerksam bleiben. Sniper Rifle. Okay. So, meine Damen und Herren, bitte hören Sie mir zu. Ja, Ruhe, Ruhe. Ruhe da! Ist immer unruhig, ey. So. So, ich weiß, ich bin nicht so der Typ für die schlechten Witze zwischendurch. Für die guten Witze zwischendurch. Schlechte Witze kann ich genug reißen. Ich gehe einfach mal kurz gucken. Ah. Hat sich gelohnt, dass ich hier lang gegangen bin. Also zumindest für das Sniper Rifle. Moment, ist es überhaupt. Ja. Ich frage es natürlich, warum kommen direkt. Der hat jetzt ein bisschen komisches Timing gehabt. Ich meine, seine Kollegen sind schon vor einiger Zeit gestorben. Und er kommt erst jetzt vorbei. Der ist auch noch gut im Schießen, ey. Die Aufgabe kann ich leider vergessen, da ist zu wenig Munition dabei. Die hier ist aber besser. So, was ich gerade sagen wollte, ist, zweimal hintereinander Sniper Rifle bekommen, also Ammo für die Sniper Rifle, kann bedeuten, dass wir vielleicht die brauchen werden. Ja. Wobei es nicht unbedingt notwendig sein muss. Warum kriege ich denn jetzt für den eine Zeitlupe? War doch nur einer von denen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Snapper ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Die könnte ich mir aussparen, indem ich einfach versuche, in den Nahkampf zu gehen. Wow, Alter! Ach, lol. Okay. Ich habe mich voll erschrocken, weil ich nicht wusste, von wo der geschossen hat, ey. Ohne Scheiß. Der Sniper ist irgendwie ein bisschen blöd. Da muss man zu lange stehen bleiben, um genau zu zielen. Ja, der ist das beste Beispiel. Ne? Ich meine, der musste. Ich konnte einmal schießen und musste danach lange warten, bis er wieder schießen konnte. Dann konnte ich ihn natürlich killen.
Na komm, ich gehe doch durch die Treppe. Okay, merken, der eine kommt von oben. Kommt ihr oder? Oh, kommt tatsächlich. Hat mir nicht gefallen. Oh oh. Problem! Aber noch gelöst. Das Timing war auch ganz gut, dass er in dem Moment nachladen musste. Okay, hier kann ich durch. Bros! Was steht denn da? Oh oh. Was will mir das Spiel sagen? Das ist die Tür. Ich wusste es! Ich wusste es sowas von. Wir kommen in dem Moment rein, wo er sich an die Tür lehnt. Ist das mit der Waffe jetzt wahrscheinlich besser, oder? Ja, wird besser gehen. Nochmal. So. Und erstes Glück killen wir beide. Komm, ich mach mal die Bullet Time. Beide erwischt. Ich sollte demnächst vielleicht auch ein bisschen weiter weggehen von denen. Das wäre dann auch vielleicht ganz geil. Zumindest was die Leben angeht. Okay, habe ich gespeichert? Nee, ne? Na, egal. Komm, dann gehen wir hier durch. Oh, oh. Wow. Wie hier ruhig ich durch die Tür gegangen bin und dann gemerkt habe, oh fuck, das ist keine gute Idee. Ach lol, das ist... Aha. Vorher war die Tür hier nicht auf. Okay, es gibt Sinn. So, pass mal auf. Da haben wir zwei auf der Etage schon gekillt. Das heißt, so viele müssten da eigentlich gar nicht mal so übrig sein. Ich glaube, der kommt uns entgegen, oder? Und ich habe den trotzdem nicht gekillt. Oh oh. Ah, fuck. Irgendwie funktioniert gerade mein Brain nicht. Okay, gut. Na, fuck. Pass auf. Okay, hier sind mehr als ein Sniper, oder? Ja, und noch einer mit einer anderen Waffe. Ja, das klingt wie ein Sturmgewehr. Ah, die sind da oben, ha? Huh? Okay, hör doch mal eigentlich mal kurz auf zu schießen, ja? Dankeschön. Soll ich vielleicht nach oben zurückrennen? Weil der war vorher nicht oben. Ach, der wird schon sehen. So, immer die falsche Taste, ja. Immer wenn ich nachladen will, drücke ich aus den... auf den Zoom. Auf die Bullet Time, meine ich. CIA, FBI, you've seen one, you've seen them all. Sure, good for a practice run. But this, working for her. I need backup. Es wäre so schön gewesen, wenn ich den jetzt erwischt hätte. Also beide, meine ich. Na gut. Scheint falsch ausgerüstet zu sein. Auch nicht so geil. Na, das Blöde ist halt eben, der eine trifft direkt.
eine ist echt. Weil, weißt du was, wir haben doch genug. Na doch. CIA, FBI. You've seen one, you've seen them all. Sure. Good for a practice run. But this. Oh, this is the real thing. The money's astronomical. And best of all, echt jetzt? You get to kill any scumbag who gets in your way. Naja, ich meine, ne, schade um die Granate, aber gut. Gut. Ich muss die PowerPoint-Präsentation leider unterbrechen. So, okay, speichern wir jetzt mal. Und durch. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Oh, oh. Na dann. Oh oh. Da taucht natürlich in dem Moment einer an der Tür auf, hä? Oh shit. Vor allem, mir fällt gerade auf, wir haben gar kein Safe erstellt. Kapitel 3, 1. Na, jetzt haben wir nur 1, 1. Ja, okay. Warte, hier. Speichern wir mal über das hier. Man ist zwar ein bisschen spät zum Speichern, aber gut. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Ach, dann kommen wir jetzt. Na komm. Ich glaube, ich brauche mal. Ich bleib mal ein bisschen auf Distanz. Guck mal, hier kann ich hin. Hätten wir. Hä? Pass auf den. Was jetzt? Okay. Still, würde ich sagen. Ja gut, na, wir haben alle erwischt anscheinend. Oder? Haben wir alles auch mitgenommen? Painkiller haben wir natürlich jetzt benutzt. Ich meine, hätte man wahrscheinlich besser machen können. Ich habe einen Painkiller benutzt. Ich würde sagen, besser geht's nicht wirklich. Oh, na komm, speichern wir mal. Und dann Exit.